schon. So heißt der Titel, der wahrscheinlich für sehr viele sehr rätselhaft sein wird, deiner aktuellen Einzelausstellung hier bei Baustelle Schaustelle in Essen. Was hat es damit auf sich? Ton bezieht sich auf einen Giganten aus der griechischen Mythologie. Da gibt es auch ein sehr schönes Relief im Pergamonmuseum, Pergamonaltar. Und gleichzeitig ist es ein schönes Wortspiel für eben Ton, Farbigkeit, was ja in meiner Arbeit auch eine wichtige Rolle spielt. Darüber würden sich jetzt manche wundern, wenn sie hier die Ausstellung sehen. Wenn du sagst, Farbigkeit spielt eine wichtige Rolle und man sieht im Grunde Grautöne, Schwarz. Was bedeutet Farbigkeit für dich also? Also einerseits, also das Material muss immer auch gleichzeitig seine Originalfarbe haben. Also ich bin Bildhauer, ich arbeite mit Material und eben auch mit der Farbigkeit des Originalmaterials. Also ich bemale nichts, ich färbe, wenn, dann eben das Material, aber eben streiche nichts an. Und meine Farbpalette spielt sich hauptsächlich im Bereich Weiß bis Schwarz. Mhm. Interessant. Und wenn man jetzt näher drauf schaut, dann wird einem aber schon klar, dass es auch nicht nur um Weiß und Schwarz und Grau geht, sondern auf einmal entfalten sich auch andere Töne. Also zum Beispiel hier die Arbeit, da würde ich sagen, die hat auch etwas Grünliches. Natürlich, also es gibt es gibt kein reines Grau, außer man stellt es künstlich her. Das ist eben auch eben das Interessante, in eben meinem Farbbereich gewisse Stimmungen wiederzugeben. Mhm. Würdest du sagen, du möchtest damit den Betrachter auch ein bisschen sensibilisieren in einer relativ visuell harten medialen Welt, wo man sehr viele Reize, sehr viel Bunt und Farbe gewöhnt ist und schnelle Wechsel? Möchtest du, dass jemand sich auch ein bisschen darauf einlässt, diese sanften Nuancen zu entdecken? Ja, natürlich. Also meine Arbeiten, ich sage immer, meine Arbeiten sind auch speziell für den zweiten Blick. Mhm. Wenn man sich auf die Arbeit einlässt, man sieht dann eben verschiedene Töne, man sieht verschiedene Oberflächen, verschiedene Struktur, man geht um die Arbeit, man sieht Form, man sieht auch eben viele Gegensätze, schwer, leicht, weich, hart. Und das ist eben schon interessant und auch wichtig in meiner Arbeit. Ja, du sagtest eben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, man geht um die Arbeit herum. Allgemein geht man ja um Skulptur im Raum herum. Jetzt haben wir hier aber hauptsächlich Arbeiten an den Wänden. Eben fiel das Stichwort Pergamonaltar, Wandrelief. Was bedeutet das für dich, hier so an die Wände zu gehen? Also die Wand ist für mich eine Erweiterung der Skulptur oder des Objekts stehend im Raum. Und wie jetzt auch die Arbeiten hier, die neuen Arbeiten, geht es wieder mehr um das Wandobjekt. Ein Relief ist sozusagen hinten abgeschlossen, geklebt an der Wand, in Anführungsstrichen. Aber das sind Objekte. Sie haben eine Rückseite, sie haben einen Blick, man kann dahinter schauen, man sieht die Aufhängung. Die Aufhängung ist Teil des Werkes. Sie können autonom irgendwo hängen an jeder Wand. Und das ist eben für mich ein Reiz daran. Das fällt auch bei früheren Arbeiten von dir auf, finde ich, die jetzt frei im Raum stehen, dass die Armierung, nennt man das, glaube ich, ne? Diese Stahlträger, die im Beton eingelassen sind, dass die zu sehen sind, die ja üblicherweise versteckt sind. Das haben wir hier ja auch zum Teil ganz schön, dass die eine relativ wichtige Rolle spielen. Wie ist das bei dir so mit Innen und Außen und Gerüst und Werk, oder das Gerüst gehört zum Werk? Also da sehe ich bei dir immer ganz viele interessante Aspekte. Ja, also zum Beispiel bei den Wandobjekten ist natürlich die Aufhängung auch Teil des Werkes. Also ich möchte nichts verstecken, ich möchte auch eben zeigen, dass es eine Form ist, die gehalten wird an der Wand. Gleichzeitig geht es ja auch um die Konstruktion, dass
Zusammenspiel von Armierung und Objekt. Gleiches Spiel ist ja auch Sockel und Objekt. Das Objekt und die Form in genau der richtigen Art und Weise zu zeigen, wie ich das möchte. Auch nicht zu beschönigen, zu sehen, okay, das ist Teil des Werkes, das ist keine Illusion. Ja und nein. Also einerseits ist es ja eine große Form der Ehrlichkeit. Also man kann so ein bisschen sehen oder dann natürlich mit weiteren Fragen an dich auch herausfinden, wie ist es denn gemacht? Da kommen wir gleich vielleicht auch noch mal kurz drauf, weil dieser Gussprozess bei dir ein ganz wichtiger ist. Auf der anderen Seite gibt es aber schon meiner Meinung nach Illusionen in deinem Werk. Also es gibt ja Werke, die sehen so aus, als wären die wahnsinnig schwer, sind aber eher leicht und umgekehrt. Du spielst mit Gegensätzen wie hart, weich, innen, außen. Aber das würdest du nicht als Illusion bezeichnen, sondern als Spiel? Als Spielerei. Eher spielerisch. Ja. Also Illusion würde ich eher im Bereich Betrügen verorten. Also okay, ich versuche ja nicht zu betrügen, ich versuche ja im gewissen Sinne den Zuschauer zu reizen. Zu reizen, näher hinzuschauen und weitere Erkenntnisse Exakt. Zu wollen und vielleicht dann auch zu bekommen. Ja. Ja, das habe ich auch immer wieder erlebt, wenn Leute zum Beispiel in Ausstellungen von dir waren oder bei Atelierbesuchen, dass sie unheimlich interessiert daran waren, wie ist denn sowas gemacht, wie entsteht sowas. Sicherlich als Künstler wirst du nicht all deine Geheimnisse der Produktion preisgeben, aber du redest dennoch relativ offen darüber, über den Prozess, finde ich. Ja, also zuerst, wie etwas hergestellt ist oder wie hoch der Aufwand oder wie teuer das Material ist, primär für das Werk nicht wichtig. Mhm. Das Werk ist komplett unabhängig vom Herstellungsprozess. Und in meinen Augen sollte auch eben ein Werk nicht zu stark nach Technik, nach, oh, das ist speziell gemacht, da gibt es auch den Begriff One-Trick-Pony, eine spezielle Sache erfunden oder gemacht und das durchexerziert bis zum bitteren Ende. Das möchte ich eben nicht und sollte eben auch nicht der wichtigste Eindruck eines Werkes sein. Natürlich, ich schaffe diese Dinge selbst, ich mache diese Dinge selbst. Der Prozess ist ein wichtiger Teil des Werkes. Natürlich erzähle ich das auch gerne. Natürlich gewisse Tricks und gewisse Feinheiten erzähle ich auch nicht. Das sind dann auch Einhornblut und Feenstaub wird eben auch nicht erzählt, wo man das herbekommt, was man hineinmischt. Aber es geht ja auch darum, dass der Betrachter eine Verbindung findet zum Werk. Und oft sind ja auch die Sachen nicht zu fassen. Und durch das Erzählen und das Mitteilen von der Herstellung wird der Kontakt besser zu einem Objekt oder zu einer Skulptur oder was auch immer. Ja. Ja, also da ist immer ein großes Interesse, weil es natürlich auf den ersten Blick auch nicht klar ist oder nicht sichtbar ist. Ne? Also manchmal gibt es so kleine Hinweise, wie zum Beispiel bei dieser Art von Arbeit, wo dann manchmal noch ganz feine Holzsplitterchen von der Gussform zu sehen sind. Gussform, das ist, glaube ich, bei dir ein ganz wichtiger Stichpunkt, weil viele denken, ein Bildhauer, der gießt auch Auflagen. Das ist bei dir ja eher anders, um nicht zu sagen, fast immer anders. Auflagen entstehen bei mir kaum oder nie. In meiner ganzen Arbeit hat sich eine Auflösung herauskristallisiert von negativ und positiv. Ich mache oft gar keinen Unterschied mehr. Was ist ein positiv, was ist ein negativ? Speziell jetzt bei den Arbeiten oder bei vielen Arbeiten lasse ich auch den klassischen ersten Schritt raus und baue direkt die Negativform. Weil ich in meinem Kopf weiß, was ich später haben möchte. Und baue dann sozusagen das Negativ und gieße dann das Positiv. Auch Thematik verlorene Form, da wieder zurückkommen zur Auflage. Bei einer verlorenen Form zerstört sich die Form von selbst. Für mich ist das Unikat eben interessanter
damit zu, verschiedene Möglichkeiten zu haben. Und eine Auflage ist fünfmal das Gleiche. Mhm. Und das ist für mich nicht interessant. Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Für diejenigen, die sich mit Bildhauerei nicht so gut auskennen, der Begriff verlorene Form. Also normalerweise ist der Prozess, ein Bildhauer macht ein Modell, macht daraus eine Form, gießt mehrere ab. Und du baust direkt die Form. Das heißt, du musst ja auch umgekehrt denken. Ja. Ne? Ja. Baust direkt eine Form, gießt, da kommt dann alles, was du an Wissen hast und Technik rein, das sagen wir jetzt hier für die Kamera nicht. Und dann wird die Form aber beim Abnehmen rückgebaut oder zerstört, korrekt? Exakt, exakt. Ja. Und der Arbeitsprozess bei dir, du erwähntest eben diesen Begriff One-Trick-Pony, das hat man ja in der Kunst, wenn einmal einer einmal was gefunden hat und es immer wieder durchdekliniert, da stimmen wir uns beide, glaube ich, völlig überein, das ist ja eher negativ zu sehen. Nichtsdestotrotz gibt es bei dir eine große Wiedererkennbarkeit. Also man kann häufig schon sagen, ah ja, das ist ein Räpple, aber du arbeitest in Serien, die sich wiederum voneinander unterscheiden. Ja, also es gibt gewisse Formen, es gibt gewisse Oberflächen, die sich natürlich wiederholen. Das sind einfach Sachen, die ich interessant finde und spannend finde. Oft arbeite oder viel arbeite ich in Serien oder in Blöcken. Und darin entstehen wiederum eine gewisse Anzahl von ähnlichen Arbeiten. Aber jede davon ist auch wiederum anders, wo ich verschiedene Sachen ausprobiere. Was ich eben meinte vorhin auch mit der Auflage. Ich arbeite oft an einer Idee, aber in verschiedenen Ausführungen oder versuche in jeder Arbeit was anderes zu machen in der Serie. Ja, verstehe. Also beispielsweise hattest du jetzt die Idee, du möchtest etwas eigentlich Ungewöhnliches machen, eine runde und in sich gebogene Wandarbeit aus Beton. Würde ich jetzt mal sagen, Das ist für das Medium Beton und für diese Schwere eine ungewöhnliche Formgebung. Und das hast du dann sozusagen diese Idee durchdekliniert in mehreren Farbgrößen und sonstigen Varianten. Ja, also in dieser Miniserie Thema Rund und Beton sind vier Arbeiten entstanden, verschiedene Sachen ausprobiert. Damit ist für mich auch dann Thema Rund erstmal durch. Zumindest an der Wand. Zumindest an der Wand. Was ansonsten noch rund kommt, das Richtig. Werden wir bald sehen. Richtig. Es gibt bestimmte Ausnahmen. Du sagtest eben auch, ja, für dich ist dann manchmal auch, was ist außen, was ist innen, was ist Form, was ist Guss. Das hat eine Gleichwertigkeit. Und hier in der Ausstellung haben wir eine große Ausnahme, nämlich hier das Pfostenkappenrelief. Ausnahme in zweierlei Hinsicht. Die erste kannst du gleich erklären und die zweite ist, dass es diesmal doch eine Edition ist, richtig? Ja, Pfostenkappenrelief ist eine kleine Arbeit, die man irgendwo hinstellen kann. Auch besonders in Anführungsstrichen, es benötigt keinen eigenen Sockel. Normalerweise haben Skulpturen immer ihren eigenen Sockel bei mir. Und den der Kunde auch eigentlich nicht ändern darf, ne? Der gehört zum Werk, normalerweise. Normalerweise gehört der Sockel zum Werk, höchstens mit Absprache des Künstlers. Okay. Dieses kleine Arbeit Kappenkissen ist eine Edition, eine Art Recycling von Elementen, die ich für eine Gussform von anderen Arbeiten benutzt habe. Aber auch gleichzeitig theoretisch wieder eine Negativ-Gussform sein könnte. Mhm. Okay. Und diesmal gibt es als Edition und ohne Sockel. Also das ist wirklich, ja, da ist noch eine Ausnahme. Ja. Drei Ausnahmen in einem Werk. Ja, also man sieht und hört, glaube ich, schon so ein bisschen, dass du bist Bildhauer, wie eingangs gesagt, und das Thema der Bildhauerei ist für dich auch immer nach wie vor faszinierend. Was kann Bildhauerei, was muss Bildhauerei, wo ist die Grenze? Ich glaube, darüber machst du dir relativ viele Gedanken, habe ich so den Eindruck. Ja, also ein Grundthema ist, was ist Bildhauerei? Mhm.
Also ich frage mich selbst immer, was ist Bildhauerei und was, das ist eben wichtig. Also ein Maler muss sich ja auch immer fragen, was ist Malerei, ein Fotograf muss sich fragen, was ist Fotografie. Und durch diese Infragestellung ist für mich auch ein Weiterkommen. Also du hast quasi in der Beschränkung dadurch einen weiten Raum. Ja. Wie ja auch mit deiner Farbpalette in Anführungszeichen. Ja. Du in der Beschränkung einen weiten Raum öffnest. Ich bin aber auch gleichzeitig offen. Wenn eine Arbeit rot sein muss, dann muss sie rot sein. Es gab auch schon mal eine. Es gab auch schon orangene Arbeiten. Es gab auch schon mal was in Grün. Das wird nie mehr aus der Kiste rauskommen. Wenn es seine Notwendigkeit hat, ja. Aber meistens hat es die eben halt exakt nicht. Ne? Ja, ist also immer wieder spannend, neue Serien von dir zu sehen auf jeden Fall. Und also mit der Bildhauerei ist das ja so eine Sache. Ne? Da wurden ja ganze Traktate drüber geschrieben. Im 15. Jahrhundert hat man sich ja in Florenz damals sehr auch mit diesen Gattungen beschäftigt. Ist deine Bildhauerei, also viele Künstler, die arbeiten ja heutzutage medienübergreifend, vielleicht muss ich so anfangen. Ist deine Bildhauerei nicht vielleicht auch manchmal Zeichnung im Raum? Natürlich, natürlich. Also Zeichnung ist auch Teil meines Werkes. Beziehungsweise der Zeichnung, der Bleistift ist nicht mein Freund. Wenn der Bleistift mein Freund wäre, wäre ich Zeichner. Wenn die Schrift mein Freund wäre, würde ich schreiben. Aber mein Medium ist eben das Material und damit kann ich mich ausdrücken. Und in dem Medium versuche ich eben auch zeichnerisch mich auszudrücken, weil ich es eben mit dem Stift nicht kann. Aber du hast es auch schon mal probiert. Ja. Und dann den Stift wieder weggelegt. Richtig. Ja, also wer dich kennt, der weiß ja auch, dass du wirklich ein ernsthaftes und tiefes Interesse am Material hast. Und das sieht man hier in dieser kleinen Ausstellung, räumlich klein, auch sehr, sehr gut. Also ich kann das nur empfehlen. Und ich glaube, Leon Battista Alberti, der Theoretiker des 15. Jahrhunderts in Florenz, der über Bildhauerei geschrieben hat, der wäre wahrscheinlich sehr erstaunt und begeistert zu sehen, was heutzutage Bildhauerei alles so kann. Ja, gebe ich dir recht. Schade, dass wir ihn nicht einladen können. Richtig.